muss dir jetzt wirklich mal genau erklären, wie man Sweet Pea behandeln muss. Es gibt einen präzise festgelegten Ablauf, wie man Sweet Pea ins Bett bringen sollte. Du musst wirklich liebevoll mit ihm umgehen. Streichle ganz hart seinen Kopf, küsse seine Wangen. Was? Und gib ihm Süßigkeiten. Singe ganz, ganz zart und liebevoll für ihn. Und berühre mit deiner Stirn die Seine und denke diese Worte. Du bist wesentlich kostbarer als alles auf dieser Welt. Und ich werde dich für immer bis in alle Ewigkeit lieben. Dann wird er sogleich einschlafen und süße Träume haben. Oh, grundgütiger, das werde ich machen. Okay, ciao und amüsieren Sie sich schon. Na, endlich komme ich zum Chillen. Das ist es, was eine Prinzessin wie ich verdient hat. Ah, tu mir nicht weh! Ich bin Sweet Pea. Ich wusste nicht, dass du riesig bist. Ich habe so einen Hunger. Okay, checken wir mal, was im Kühlschrank ist. Magst du Pizza? Ich mag Pizza. Ha, hol die Pizza, Sweet Pea. Jetzt kann ich mich entspannen. Kühlschränke sind einfach toll. Ich habe nie aufgehört, daran zu denken, wie toll sie sind. Oh, jetzt ist mir aber kalt. Oh, was? Mir ist immer noch kalt. So ein Reiche-Leute-Kamin. Der ist einfach super. Ich fühle mich geröstet. Es dürfte Zeit für einen Toast sein. Ich warte, 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 fertig! Es ist nicht schwarz und knusprig, wie wenn ich Brot in mein Lagerfeuer werfe. Diese Musik ist viel besser als Eulenschreie. Ich verdiene sowas. Du bist ein Tier, du kannst nicht reinkommen! Ich bin bereit, ins Bett gebracht zu werden. Hallo? Wirst du auch ganz liebevoll zu mir sein? Die Lieblichkeit muss dort draußen in der Nacht sein. Um ein Boot des Schlummers zu geleiten. Jo. Hey, Marcy. Hey, alte Beule, was geht so? Ich chille gerade in meinem wahnsinnigen Schaumbad. Bist du schon wieder in ein fremdes Haus eingebrochen? Ich habe jetzt ein neues Leben und einen neuen Beruf. Bist du dafür denn qualifiziert? Erfolg hat nichts mit Qualifikation zu tun. Es geht mehr darum, cool zu sein. Diese Leute sind einfach zufällig auf mich zugekommen und sagten, hey, wir bezahlen dich auf jeden Fall, wenn du in unserer krassen Villa abhängst und unser Baby fütterst oder so. Na, ich freue mich für dich, Kleine. Ich meine, ich fühle mich wie neugeboren jetzt, wo ich endlich das bekomme, was ich wirklich verdiene. Oh, verflixt, was ist das? Ah! BWP? Hm. Nimm das, du Schuppe! Eulenweltprinzessin! Du gehörst nicht hierher in die Welt der anständigen Leute. Du gehörst vielmehr in die Welt zu den Schmutztieren! Nein! Wirst du denn noch liebevoll zu mir sein? Wirst du gleich meine Wangen küssen? Wirst du mir Süßigkeiten geben? Wirst du liebevoll zu mir sein? Sieh dir an, was du getan hast, Beulenweltprinzessin. Du hast alles ruiniert. Alles, was du anfasst, ist nur noch widerlich.
Genau wie du. Willkommen bei Eddie dem Esel und nach der Werbung geht's gleich richtig los. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, wie Sie Ihre Hamburger essen sollen, dann haben davon wir wird sie doof. Für Sie unsere böse Werbung, böse Werbung, böse Werbung, böse Werbung. Habt ihr jetzt vollkommen den Verstand verloren? Und das willst du verdeutlichen, indem du vor meinen Augen den Fernseher zertrümmerst? Alles andere wäre nicht verantwortungsvoll gewesen. Auch wenn er dadurch in Brand geraten ist? Ist er aber nicht. Oh, oh doch, er brennt. Feuer! Ah, mein Nachbarn ist auf ein brennendes Elektrogerät. Draufschütten. Man sollte immer einen Feuerlöscher benutzen. Wenn keiner da ist, kann man auch eine Decke drüber schmeißen. Und am wichtigsten ist, dass man einen Erwachsenen ruft oder die Feuerwehr. Du hast ja recht. Wir wollten nur verantwortungsvoll demonstrieren, was man bei einem Elektrobrand nicht tun sollte. Wie konnte euch Mom nur so überschätzen? Sag mal, hast du sie noch alle? Scharfkantige Seiten! Lächerlich! Und seht, was ihr für ein Chaos anrichtet! Diesen Preis zahlen wir gerne für deine Sicherheit. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Entschuldigt mal, aber wer macht euch beiden morgens das Frühstück? Na, du natürlich! Und wer hilft euch bei den Hausaufgaben? Du? Also sollte ich das sagen haben. Wer ist laut Mom hier verantwortlich? Ihr. Gut, wer muss also tun, was wir sagen? Ich. Ich fühle mich wie in einem dieser Albträume, in dem man gezwungen wird, nackt in die Schule zu gehen. Oh, bitte, Richard, hör auf, so ein Drama draus zu machen. Wir sind doch jetzt Eltern. Diese Lehrerin kann dir nichts mehr tun. 5 Minuten Gymnasium! Die nächsten! Oh, die Watersons! Ist Ihnen klar, Mrs. Watterson, dass Ihr Mann keine Hosen anhat? Oh, was für ein grantiges kleines Gesichtchen. Ich weiß, was Sie aufmuntert. Ein Spaziergang im Park. Ja, das könnte ganz schön sein. Komm schon, es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Oh, die Kleine ist ja eine ganz hübsche. Wie alt ist sie denn, Jungs? Gerade 4 geworden. Och, wie reizend. Willst du einen Keks? Hä? Willst du einen leckeren Keks, Kleine? Du kriegst den Keks aber nicht, weil er mir gehört. Na, Kleine. Sie hat mich gebissen. Weißt du, was das heißt? Tja, sie wird wohl Hunger haben. Jetzt gibt's Happa Happa. Wir haben ein Makrelen-Sandwich, eine Kartoffel und eine Kleinigkeit zum Nachtisch. Soll das ein Witz sein? Natürlich. Dieses Essen ist doch viel zu grob für ein kleines Baby. Sie könnte ersticken. Ich weiß, was zu tun ist. Bon Appetit. Okay, ihr habt es so gewollt. Okay, Badezeit. Ah, genau richtig. Ist Wasser nicht auch gefährlich? Wie soll ich mich denn bitte ohne Wasser waschen? Versuch, den Dreck abzurubbeln. Mano, aber ihr geht raus. Ach, sie werden viel zu schnell erwachsen. Höre ich da etwa Wasser laufen? Nein, das war nur die, Spülung. Oh, apropos, du musst die hier anziehen. Was? Na, wir wollen doch nicht, dass ein Malheur passiert. Sehr verantwortungsvoll gedacht, Gumball. Danke. Jetzt sei ein braves Mädchen. Ich werde niemals diese Windel anziehen. Komm sofort zurück. Bleib stehen, Anais. Du kannst weglaufen, aber verstecken kannst du dich nicht. Lauf, lauf, versteck dich. Sieh sie an. Niemals. Ah. Mach sofort die Tür auf, Fräulein. Sonst sag ich Mom und Dad, dass du ein böses Baby warst. Ah, sie ist nicht mehr da. Sie ist durchs Fenster raus. Was wird Mom von uns denken? Wir werden so dermaßen Ärger kriegen. Da seid ihr mir aber schön auf den Leim gegangen, ihr Trottel. Anais, lasst uns rein. Bis Mom und Dad nach Hause kommen, könnt ihr euch auf dem Dach selbst babysitten. Anais! Ach, herrje, ein Buch. Ich hoffe, ich werde mich nicht an den scharfen Papierseiten schneiden. Anais! Oh nein, ich habe keine Windel um. Ich hoffe doch stark, dass mir kein Malheur passiert. Noch dazu auf deinem Bett. Lucy,
Betty, wie wär's, wenn ich mit Clifford abhänge, damit du deine Lieferungen rechtzeitig erledigen kannst? Ehrlich? Oh, ach, ich weiß ja nicht. Cliff kann manchmal etwas schwierig sein. Ich brauch viel Aufmerksamkeit. Mein kleiner Bruder auch, ihr gebt ein gutes Paar ab. Oh, und wir können dir bei der Arbeit helfen. Moment, was? Okay, ja, ich meine, das wäre der Hammer. Seid ihr euch sicher? Natürlich! Wuhu, ich sitze vorne! Asper nimmt Aubergine mit. Tja, also ist es wohl entschieden. Okay, also hier ist sein Notfallrucksack. Da ist sein ganzes Allergiezeug drin. Oh, danke, Panda. Du bist mir echt eine große Hilfe. Sei lieb zu Panda und ruf an, wenn du irgendwas brauchst. Ciao, Jungs. Viel Spaß. Tschüss, Lucy. Dein kleiner Bruder ist in guten Händen. Okay, Clifford, lass... Clifford? Wo bist du, Kleiner? Das ist nicht lustig. Clifford? Zeig dich! Bitte! Clifford! Clifford! Oh, wieso sitzt du in der Badewanne? Ich mag's hier. Hier ist es schön kalt. Klar. Willst du vielleicht Fang spielen oder so? Kinder mögen Fang, oder? Ihr mögt Fang. Kann sein. Okay. Hier, du bist's. Du musst hinter mir herlaufen. Oh. Was brauchst du? Inhalator. Au! Machen wir doch was Ruhigeres. Oh Mist! Oh, ich bin so zerstreut. Ich habe Panda gar nichts vom zweiten Autoinjektor gesagt. Wow, Lucy, was ist denn los? Ich mache mir einfach solche Sorgen um Clifford. Er ist so sensibel. Nur die Ruhe. Bei Pan-Pan ist er gut aufgehoben. Glaub mir, es geht ihm super. Also entspann dich und bleib fruchtig lecker locker, Lucy. Die Lieferung haben wir bald geschafft. Aber zuallererst gib uns dein Handy. Okay, ich bin die entspannte und lockere Lucy. Klasse. Zweitens, etwas beruhigende Musik. Wir haben teilweise die gleichen Allergien. Gürkchen? Nein. Also nicht. Okay, vielleicht Kartoffelchips? Oh, Gluten, nein. Erdnussbutter? Auf keinen Fall. Tja, so wie es aussieht, kannst du hier nur diese eingelegten Oliven essen. Was meinst du? Warte, was tust du da? Mein Arzt hat gesagt, ich soll so liegen. Okay, dann mach weiter. Ich hol uns eine Schüssel, ja? In Ordnung, eine Schüssel frische Oliven für... Oh, nicht schon wieder. Clifford? Clifford? Komm schon, Clifford, das ist wirklich nicht lustig. Hey, Cliff, ich habe hier eine große Schüssel voll leckerer Oliven. Komm schon, Kumpel. Hör zu, ich weiß, dass Allergien echt doof sind, aber manchmal haben sie auch was Gutes. Zum Beispiel hätte ich ohne meine Erdnussallergie nie deine Schwester kennengelernt und dann wären wir beide nie Freunde geworden. Wir sind Freunde? Ja, klar sind wir Freunde. Kann ich eine Olive haben? Die kommen in die Obstabteilung. So viel kann man nur auf eine Art transportieren. Mit einem Fließband? Nein, mit einer Polonaise. Die Letzten. Vielen Dank für eure Hilfe. Kein Ding, Lucy. Eisbär hat Arbeit genossen. Hey, du kannst Pan-Pan texten, dass wir auf dem Heimweg sind. Klasse. Okay, jetzt müssen wir echt ein Selfie machen. Du willst wirklich ein Selfie mit mir? Normalerweise macht nur Lucy Selfies mit mir. Tja, das war einmal. Komm her. Okay, lächeln. Was? Ignorier das einfach, das war nichts. Gib her! Nein, warte! Zukünftige Mrs. Panda? Erzähl Lucy bitte nichts davon. Warte, Clifford, du verstehst das nicht. Oh, Clifford! Oh, es ist nicht das, was du denkst. Ich kann's erklären. Du hast mich doch nur benutzt, um Lucy näher zu kommen. Genau wie all die anderen. Nein, Clifford, ich... Warte. Es gibt andere...